Das heißt, ich glaube, jetzt geht es in dem Level weiter mit den 60. Mit den 60 Golden Fun-Bändern, oder? Das heißt zum Flying Dutchman. Nope. Hier geht es weiter. Das sieht so düster aus. Oh mein Gott. Die Schatztruhe. Oh. Die Schatztruhe ist schon so unheimlich. Schaut mal. Wenn man jetzt die Schatztruhe aufmachen würde, würden die eine richtige Überraschung erleben. Be rare. Und zwar einen goldenen Schwamm würde aus der Schatztruhe... Na gut, so verrätst du dich ja, SpongeBob, ne? So. Okay. Zum Schiffsfriedhof. Uiuiui. Der Schiffsfriedhof. Irgendwo in diesem gruseligen Durcheinander erwartet uns ein furchterregender Geist. Oh, the Flying Dutchman. Hey, aufstehen. Und wir müssen glänzende Objekte sammeln. Oh, da ist eine Schatztruhe. Oh, hier ist versunkenes Schiff. Und noch eins. Uiuiui. Ui. Versunkene Schiffe und fliegende Schiffe. Können wir hier auch reinlaufen? Nee, kann man nicht. Oh, da ist er ja. Hallo, fliegender Holländer. Wer wagt es, den fliegenden Holländer zu stören? Oh, wir. Ich bin's, SpongeBob. Ich brauche keine Kekse. Aber ich bin doch gar kein Pfadfinder. Hör mal, Junge, ich bin gerade viel zu aufgewühlt, um dich zu Tode zu erschrecken. Komm später wieder. Was ist denn los? Es sind diese verdammten Roboter. Sie haben mich von meinem eigenen Schiff geworfen, haben sie? Von seinem eigenen Schiff geworfen zu werden, ist genauso, als ob dir von einem flüchtigen Bekannten die Unterhose runtergezogen wird. Das oh ist nein! Eine sehr traurige Sache. Und so demütigend. Und jetzt haben diese Roboter ihr eigenes Piratenschiff und ballern sich gegenseitig weg. Krass. Kann ich vielleicht irgendwas für sie tun? Nun, da du schon fragst. Geh auf mein Schiff und benutze die Kanonen, um das Roboterschiff eigenhändig zu besiegen. Ei, Captain. Nein. Ist diesen wunderschönen Hut auch in Größe 3? Nein, aber wenn du das machst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender als Beute. Mein Name ist Bärbel und für goldene Pfannenwender tue ich alles. Go. Oh. Hm? Ja, selber schuld, wenn du dich mit Robotern anlegst. Wie SpongeBob da hinten steht und einfach... Oh oh. Wir waren's nicht. Nein, nein. Oh oh. Oh oh. Wir stehen aber hier vermutlich zu weit weg. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Wie lange braucht das Schutzschild? Oh, das könnte klappen. So. Okay, eigentlich macht es Sinn, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, ne, dass er an der von der bei der Ende der Plattform umdreht und in die andere Richtung läuft. Okay, und die Zeit ist locker ausreichend. Das ist schon mal gut. Ja, jetzt ist erstmal nur die Frage, ne? Ja, aber was ist denn die Frage? Am Ende ist halt die Frage. Was für eine Größe? Man nennt mich auch Schwamminator. Wo wir als erstes lang gehen. Hallo, Teleportbox. Es glänzt. Und was macht das Ding denn hier? Warum sind denn da Pfeile nach oben? Ja, das werden wir wohl... Oh! Da unten im Schlamm ist ein goldener Pfannenwender.
Kanonen. Oben im Eingangsbereich. Warum wir aber Pfeile nach oben sind, das werden wir wohl nie erfahren. Ja, kann es sein, dass ihr eine Socke seid? Oh. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Na los, kommt schon. Nein. Geschenke. Seid ihr eine Socke? Klasse. Keine Socke. Okay, da unten im Geisterschlamm oder was das auch immer sein soll, war schon mal ein versteckter goldener Pfannwender. Das heißt, wir können irgendeinen Schalter oder irgendwas aktivieren, damit der goldene Pfannwender da rauskommt. Oh, Sandy. Wir werden auch nochmal mit Sandy hier hin müssen. Okay. Aber bis jetzt halt noch keine Bushaltestelle gesehen zum Wechseln oder so. Sehr gut. Hier ist ein Schalter. Oh, 2700 glänzende Objekte. Aha. War das jetzt schlau? Nicht so, oder? Okay, gucken, was die Muschel macht. Padam! Einen Schalter aktivieren. Wofür ist der Schalter? Vielleicht für den Pfannenwender? Oh. Sieht gut aus. Ja, tatsächlich. Oh, ich verstehe. Wir müssen den Geisterschlamm Ausfluss immer diese Gier nach GWPs. Ja, wir brauchen sie da oben. Aber wir sind zu weit weg von hier, ne? Oh, das klappt. Das hat gerade so geklappt. Ja, wir können den Geisterschlamm absenken. Jetzt öffnet sich... Achso, wir können nochmal verschieben. Okay, jetzt öffnet sich dann durch Betätigen des Schalters auch der Käfig. Oh, aber wir haben nur 30 Sekunden Zeit. Was? Bereit für eine Runde Schwammball? Oh Gott. Oi, oi, oi. Ja, ja, du mit deinem Schwammball. Oi, oi. Lass mich hier durch. Oh. Aber als Ball, wir hätten das sogar laufen können, theoretisch, oder? Nice. In diesem Spiel geht es nun mal um GWPs. Und je mehr GWPs, desto besser. Okay, wir töten hier auch mal alle Gegner. Könnte ja, ne, immer sein, dass es dafür eine Socke gibt oder so. Der schießt hier auf uns. Von wo wird hier geschossen? Wer macht denn hier diese roten Volts auf dem Boden? Yo, keine Ahnung. Muss irgendwie von oben sein oder sowas. Bam. Bam. Okay. Der goldene Pfannenwender war schon mal nice. Wir müssen jetzt aber nochmal schauen, dass wir die Säulen zurückschieben, damit wir da irgendwie auch so rüberkommen. Oder müssen wir das schon mit Sandy machen? Aber hey, wir kommen auch so oder so nicht auf die Säulen. Die sind doch so oder so zu hoch, oder nicht? Okay, der schiebt sich direkt ganz durch. Die schieben sich alle direkt ganz durch. Kann das sein? Kann das sein? Und den hier können wir nicht verschieben, ne? Nö. Aber das ist ja eindeutig... Oh. Ah. Oh. Hey. Ah, wir brauchen... wir müssen das so machen, damit wir Wandsprung machen können. Also, ich verstehe. Aha. Oh nein, nicht die schon wieder. Oh nein.
Oh nein. Alter, wie werden die umgebracht? Nein, nein, nein. Nimm das. Autsch. Oh, aber Glück gehabt. Das hat noch soeben gereicht. Aber, jo, wir haben nur noch eine Buchse. Oh Gott. Und wenn wir uns die jetzt auch noch voll scheißen, dann sterben wir. Ich fühle mich wie ein Checkpoint. Her damit. Wir können... Ne, da können wir nicht hin. Zu der Socke kommen wir auch noch nicht. Ne, mit der... Ach so, die Socke ist nur mit Sandy zu holen. Okay. Dann ist jetzt die Frage... Okay, wir gehen hier einfach mal runter. Verdammt. Wie kommen wir... Ach, scheiße, auf das glänzende Objekt da oben, ey. Wie kommen wir am besten... Doch da lang? Ich habe ein bisschen Angst. Klappt das? Ich glaube nicht. Wir müssen die hier verwenden. Die sind ja auch nicht umsonst hier. So. So. Und jetzt hier den Wandsprung, oder was? Ach, dafür sind die Pfeile da. Die zeigen uns an welcher Seite wir Wandsprünge machen können. Und die Seiten ohne Pfeile, an denen können wir keinen Wandsprung machen. Aha, okay. Das bedeutet, den hier verschieben. Dann kommen wir nämlich schon mal hier rauf. Und das sollte dann eigentlich schon ausreichen, oder? Ja. Ja. Frage ist nur, sollen wir hier lang? Wir haben bis jetzt auch noch gar keine Haltestelle gesehen, oder? Oh je. Oh je. Du da! Nimm! Friss Raketen! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Wurm! Nein, 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 nein! Weg hier! Wir sind zu nah dran! Das wird so nix! Okay. Verdammt! Okay, von der Stelle ist aber auch doof. Die ist nicht gerade optimal, die Stelle, von der wir jetzt versucht haben, ihn umzubringen. Da vorne gespeichert. Okay, dann schieben. Du, genauso. Boom. Den schieben, den schieben, den schieben. Alle einmal schieben. Es ist total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. So. Oh, der war falsch. Oh, okay, Moment. Den hier nicht verschieben. So. Jetzt haben wir wieder volle Leben, ne? Ja, boah, 6 Unterhosen, ne? Ist ja nice. SpongeBob besitzt jetzt schon fast mehr Unterhosen als ich. Krasser Scheiß. Die Kugel. Aber von hier aus triffst du uns doch nicht, oder? Doch, trifft er. Ja gut, das ist natürlich doof. Oh. Das klappt. Jetzt kommt das Schutzschild. Ah! Nein! Okay, wir müssen woanders hin. Das funktioniert so nicht. Warum? Kann man den auch so töten? Irgendwie? Ey! Ja, fast. Warum? 1, 2. Wie oft denn noch? What? Wie soll man den denn sonst töten? Jo, keine Ahnung. Nein. Alter, die sind super scheiße, die Gegner. Auf jeden Fall, wenn man so nah an den dran steht, dass die getriggert werden. Oh. Oh,
Wo schießt der hin? Wir können die erste... Ach so. Wir können die erste... Sag mal schnell. Die erste Schutzdingensbummensens von ihm können wir gar nicht... Zu hübsch. Ich halte kaputt machen ohne... Oh. Oh. Ah, jetzt bauen die auch noch nach. Aber wir können diesen Schutzschild, den die am Anfang haben, gar nicht kaputt machen, ohne einen Hit zu kassieren. Da bekommen wir immer Damage. Okay. Ja, wenn das so ist. Ach, nicht schon wieder von hier, ey. So, okay. Dann nehmen wir den. Hallo? So. So. Und so. Dann machen wir das folgendermaßen. Warte, hier kann er uns nicht treffen, oder? Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Oh, der kann aber auch unsere Raketen abschütteln. Egal. Jetzt schummeln wir ein bisschen. Zwar ein bisschen unfair für ihn, aber ist mir egal. So klappt das nämlich ganz gut. So. Weg mit euch. Nennt mich auch Schwamminator. Und genau deswegen nennt man uns auch Schwamminator. Das könnte zu weit sein. Ist das zu weit? Direkt hinterher. Tempo! Klappt. Okay, warum nicht von Anfang an so? Easy Spiel. So, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Jetzt machen wir den hier oben kaputt. Genau meine Größe. Nice. So soll's sein. Die Frage ist jetzt nur, wir müssen die wieder so verschieben, dass wir Wandsprünge machen können, aber wo soll es denn hingehen mit den... Achso, nach da oben? Nach da oben? Oder wo soll es hingehen mit den Wandsprüngen? Hallo? Einmal, Sponge? Hallo? Okay. Ach, das geht nicht, weil der hier ist. Ah, okay. Scheint ganz so. Das heißt, den hier hin, den wieder zurück. Dann können wir nämlich hier Wandsprung machen und da, aber... Das nützt uns auch alles nicht. Lass uns erstmal nach hier oben gehen und gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Das macht ja mehr Sinn. Ach so, da ist ein Knopf. Ja gut. Oh. Ach doch, das war schon der richtige Weg. Die anderen Säulen waren einfach nur dazu da, um zu behindern. Okay. Ja gut. Oh Gott, wie rutschen? Was? Warum? Hm? Ah, deswegen immer die Ruhe behalten, ne? Ja, warum auf diesem Lattendingsbumsens hier rutscht der? Ist okay. Oh, goldener Pfannenwender. Yeah! Ja, da freust dich, ne? Welcher war das denn jetzt? Das war jetzt... Ein Weg durch den Schlamm, nee, oben im Eingang, ah ja, das war da oben im Eingangsbereich. Schlammtanker Ahoi. Schlammtanker Ahoi? Und dieses Bild? Na, dann haben wir eigentlich schon einen verpasst, oder? Werden wir am Ende sehen. Bringt uns... Ja, bringt uns nach... Oh Gott. Bringt uns nach da unten... Das hier war der Anfang, oder?
Okay, ja, bringt jetzt nicht ganz so viel, ne? Ich würde sagen, wir schauen uns das am Ende nochmal an. Ob der dann wirklich fehlt oder ob wir den vielleicht im Laufe des Spiels noch bekommen. Wir brauchen die Buchse nicht. So. Okay. Keine Ahnung. Wir gehen erstmal in den nächsten Bereich. Auch das mit den 0 von 3 Socken. Eine wissen wir, wo sie ist. Dafür brauchen wir aber Sandy. Also eine haben wir auf jeden Fall schon mal eine Socke. Keine Ahnung, wo die anderen beiden sind. Aber es war auch erstmal der erste Bereich von dem Level, ne? Ahoi, Thaddäus! Thaddäus! Auf das Achterdeck! So komisch. Hast du nicht einen silbernen Schneebesen zu besorgen? Nein, einen goldenen Pfannenwender. Ein silbernen Schneebesen. Was auch immer. Da oben ist einer. Oh, Junge. Her damit, her damit, her damit. Oh nein, nicht die schon wieder. Ich hasse sie. Also die müssen halt irgendwie eine einfache Mechanik haben zum Töten und die ich halt noch nicht herausgefunden habe. Also das kann nicht sein, dass die so scheiße sind, die Viecher. Jetzt, siehst du, Marcel? Siehst du, Marcel, was ich gemacht habe? Genau das gleiche wie sonst auch. Und es ist was anderes passiert als Ergebnis. Hast du das gesehen? Also. Dann bahnen wir uns jetzt erstmal den Weg einfach nach hier oben. Ah, Bushaltestelle. Und hier können wir Sandy werden. Aber wir müssen... Ja, genau. Aber wir müssen SpongeBob erstmal bleiben, weil... Die können keine Wandsprünge machen. Sandy, warte auf uns. Du bist viel später. Ach du großer Schinken, den habe ich verstanden. Du großer Schinken, den hast du... Wieso war denn hier mit Sandy raus? Was? Was? Man kommt mit Sandy hier nicht hoch. Dann müssen wir noch irgendwas machen, damit Sandy hier hoch kann später. Ja, wir sollten mal so ein bisschen... goldene Dingensbumsens farmen, auch glänzende Objekte farmen. Ah, hier oben ist noch eine Bushaltestelle, okay. Ja gut, das erklärt natürlich, das erklärt natürlich einiges. Was? Könnte vielleicht eventuell sein, dass ich vergessen habe, welche Taste man dafür drücken muss. Wie war das denn nochmal mit dem... Oh, wie war das denn nochmal mit dem Lasso mit Sandy? So eine Scheiße. Okay, das war das. Ich habe R1 gehalten. Ich weiß nicht genau, warum. Und das war B. Ah, okay. B zum Dingsenbumsensens. Okay. Und dann schätze ich mal hier rüber, oder? Ja. So, Sandy. Schwör ab, du lästiges Ding. Autsch! Zeig uns was. Autsch! Ey! Ich hab... Yo, sie stirbt. Du stirbst hier in einer Tour. Und sagst, leg dich niemals mit Texas an. Die haben dich fast sofort weggerippt. Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Ja, wenn du leben willst, dann solltest du Patrick, sag ich schon, SpongeBobs Unterhosen anbehalten. Jetzt sind wir wieder hier. Hä? Achso, nee, das ist was anderes. Ich dachte jetzt gerade irgendwie, wir wären wieder am Anfangsbereich. Hä? Geh wieder zurück, blöde Plattform. So. Den Checkpoint können wir gut gebrauchen. Der ist nice. Da könnten wir nochmal mit Sandy lang.
Nee, aber hä? Irgendwie sieht hier in dem Level für mich alles gleich aus. Wir brauchen hier Sandy. Aber hier oben gibt es keine... Hier oben gibt es bis jetzt keine Bushaltestelle. Also können wir das vergessen. Also muss es irgendwie mit Sponge weitergehen. Ah ja, hier ist doch extra so ein... What? Ah, okay, wir sollen hier rüberlaufen oder was? Nee, hä? Huh? Ach so, doch, die wollen, dass man... Ach du Scheiße. Okay. Ja, gut. Perfekt. Au! Ja, da freut ihr euch, ne? Wir brauchen Unterbuchsen. Ganz, ganz dringend. Und am besten frisch gewaschene. Die ganzen Seifenblasen. Oh nein, nicht du schon wieder. Du bist doch ein Scheiß. Aber wir können von hier einfach um die Ecke schießen, ne? SpongeBob an Einsatzleitung. Oh. Es kann losgehen. Ja, das klappt. So, und so sieht er uns nämlich nicht. Niu, niu, niu. Ja, ein bisschen unfair. Aber der will mich auch töten. Und gegen solche darf man unfair spielen. Brauchen wir den Fels-Tiki? Auf jeden Fall ist er jetzt hinüber. Wie kommen wir da hin? Ja, das klappt. Padam! Oh! Was gibt es denn da unten? Okay, wenn wir alle besiegen... Au! Das könnte auch die eine Socke in dem Level davor gewesen sein, ne? Das müssen wir dann nochmal testen. So, ich weiß nicht mehr, was ich... Ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt hierfür drücken muss. Ich glaube, A war das, oder? Ja, zum Springen A. Nee, aber was heißt... Was? Ach, da ist ein Funwender. Oh. Und wenn wir... Und wenn wir alle Tikis besiegen, gibt es dafür vielleicht eine Socke? Aber nee, kann nicht sein. Man kommt da nicht hin. Ich komme nicht weiter. Ja, nach da oben. Hm, kann man die echt nicht erreichen? Man kann die wirklich nicht erreichen. Okay. Ja gut. Wenn das so ist, dann war das für den goldenen Funwender. Hätte ja sein können, ne, dass man irgendwie, wenn man hier alle Tikis besiegt. Uiuiui. Dann auch. Eine Socke für bekommt. Nice. Wir bahnen uns den Weg. Oh Gott, wer bist du? Immer weiter nach oben. Zum Roboter-Luftschiff. Und Dosen sind schön und Dosen tun uns gut. Was ist das? Ach du Scheiße. Okay, ich verstehe. Das kann aber ätzend werden, oder? Oh, was? Okay, Moment. Da war schon wieder... Oh, der letzte. Aber ey, das ist auch ein bisschen... Mann. Man darf sich nicht zu viel Zeit lassen, weil man dann runterrutscht. Oh, aber lol. Man darf aber auch nicht zu schnell sein, weil dann eben das passiert. Oh, was ist denn das? Nein. Fuck, dieser letzte ist komisch. Was soll das? Ja, der war schon von Anfang an doof. Oder wir lassen uns einfach bei dem ersten ein bisschen Zeit. Wir lassen uns bei dem ersten jetzt ein bisschen Zeit. Kurz bevor der weggeht, springen wir erst gegen. So. Dann sollte das eigentlich passen. Yo, dieser letzte ist schlimm, aber wir machen es einfach so. Yo, 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 nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nein, nein.
Okay, wir haben den letzten so ein bisschen geschummelt. Aber ist ja egal, wenn es auch so klappt. Nehme ich das. Geschenke öffnen ist super Monster-Kombi. So. Das bedeutet, wir haben... Ja, der ist doch irgendwie komisch, ne? Hallo, Thaddäus.